Es war einmal eine Königsfamilie, die es geliebt hat, Regeln aufzustellen. Was ist eine Regel? Eine Regel sagt dir, was du tun sollst und was du nicht machen darfst. Die Königsfamilie hat es geliebt, Regeln aufzustellen für ihre Bewohner in ihrem Land. Alle mussten die Regeln befolgen, außer die Königsfamilie. Die konnte machen, was sie wollte. In diesem Land haben drei Familien gelebt, die gefunden haben, dass es zu viele Regeln gibt. Die erste Familie war die Familie Fressack. Sie hatten immer Hunger, aber die Königsfamilie hat viel zu viele Regeln fürs Essen aufgestellt. Wo und wenn und was und wie man essen darf. Nur die Königsfamilie durfte essen, wenn und wo und was sie wollten. Und darum war die Familie Fressack fast immer hungrig. Die zweite Familie war die Familie Frostbühle. Sie hat es geliebt, am Feuer zu sitzen. Aber die Königsfamilie hat viel zu viele Regeln fürs Feuer gehabt. Wo und wenn und wie und warum man Feuer machen darf. Nur die Königsfamilie durfte Feuer machen, wenn, wo und wie sie wollen. Und darum hat die Familie Frostbühle fast immer kalt gehabt und darum gefroren. Die dritte Familie war die Familie Schnarcher. Die Lieblingsbeschäftigung war Schlafen. Und wenn sie geschlafen haben, dann haben sie laut geschnarchelt. Aber die Königsfamilie hat viel zu viele Regeln fürs Schlafen aufgestellt. Wo und wenn und wie lange man schlafen darf. Nur die Königsfamilie durfte schlafen, wo, wenn und so lange sie wollen. Schnarcheln war strengstens verboten. Die arme Familie Schnarcher war immer müde. Im Land der Königsfamilie hat es Regeln gegeben. Die Königsfamilie hat es geliebt, Regeln aufzustellen, damit die Einwohner von ihrem Land sie haben müssen befolgen. Es hat Regeln gegeben für Blumensträuße und es hat Regeln gegeben für Lollipops. Es hat Regeln gegeben für Hunde und es hat Regeln gegeben für Kutscher. Es hat Regeln gegeben für Hüte und es hat Regeln gegeben für Röcke. Und da gerade mal ein Beispiel zu den Regeln von den Plüschtierli. Und die Könige mussten sich ja nicht dran halten. Und hier noch ein Beispiel zu den Regeln der Augenklappe. Wieso haben die Augenklappen an? Abge! Sofort abge! An einem Tag haben die drei Familien beschlossen, einfach aus dem Land der Königsfamilie zu gehen. Sie wollten einen Ort suchen, wo sie ganz allein und ohne Regeln leben können. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. Hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I... Einmal an einem Tag war die Familie Fressack mega hungrig. Sie sind zum Äpfelbaum gegangen, der im Garten der Familie Schnarcher steht.
Moment, ihr Helden, haben die beiden Gärtner von der Familie Schnarcher gerufen. Das sind unsere Äpfel. Darauf aber sagt die Familie Fresssack. Wir können machen, was wir wollen. Wir haben in diesem Land da gar keine Regeln. The night before the rain, the sun. For a moment it seemed that space beyond the strain. One thing for sure.